Videofreunde, ich bin jetzt wieder mal beim Jürgen Weiß, bei der Firma Weißwerk. Das ist ja die Firma, die unser Stauraumsystem angefertigt hat, worauf wir absolut nicht mehr verzichten möchten. Eines der besten Anschaffungen. Ja. Und der Herr Weiß arbeitet ja auch für die Firma, unter anderem für die Firma Morello. Ja, eigentlich für alle. Für alles. Aber hier steht nochmal die Firma Morello und jetzt können wir nochmal ein bisschen was anderes zeigen, was der gute Mann so alles herstellt. Ja, für die Wohnmobile außerhalb der Kastenwagen-Szene. Genau. Also, weil ihr gerade gefragt habt, wir machen für sämtliche Wohn- und Reisemobile die Stauräume, also die optimieren wir gerne und immer so individuell, wie es der Kunde gerne hätte, was den Platzbedarf oder auch die Gegebenheiten des Fahrzeugs angeht. Manchmal sind ja irgendwelche Nischen oder Absätze, die man berücksichtigen muss und deswegen halt immer individuelle Geschichte. Ja, das ist halt im Moment gerade etwas schwierig, weil der Zulauf so groß ist, dass wir immer gucken müssen, dass wir hinterherkommen und deswegen sage ich schon mal im Voraus, wenn es okay ist und die Leute ein bisschen Geduld mitbringen, dann hilft uns das auch. Das heißt nicht, dass wir uns nicht zurückmelden, aber wenn mal was nicht kommt, dann können Sie einfach mal nachfragen. Ja, es hat immer viel zu tun. Nachfrage ist da und sollte mal eine E-Mail untergehen und ihr bekommt nicht gleich Rückmeldung, das meintest du. Ja, genau. Dann noch mal eine schicken. Oder? Ja. Das ist besser wie telefonieren, weil wenn dann in der Werkstatt irgendwie Betrieb ist und ich muss dann wegrennen, das bekommen wir auf jeden Fall hin. Aber ich wollte es einfach nur mal verdeutlichen, dass da kein Auto aufkommt. Ja, genau. So, dann gehen wir mal jetzt rüber zu dem. Ja. Was ist das jetzt? Das ist Morello. Das ist jetzt der zweitgrößte, ein Morello Loft mit 8,80 Meter. Aber das spielt keine Rolle. Nein, aber wir nur das mal so sagen, ja, welche Größenordnung wir gerade sind. Ja, dass man Verhältnis hat. Genau, und dann schauen wir uns mal die Garage an. Ja. So, hier haben wir jetzt eine Garage, ein Stauraumsystem. Der Jürgen erzählt uns mal ein bisschen was dazu. Stühle, Kisten und so weiter. Was kannst du alles machen? Fahrräder. So gut wie alles. Also da sind wir wieder beim Thema, dass wir halt einfach versuchen, auf den Kundenwunsch einzugehen und es möglichst so umzusetzen, dass alles seinen Platz findet. So wie hier jetzt zum Beispiel, das ist jetzt eine legere Heckgarage für uns, weil da nicht viel an Absätzen oder irgendwelche verbauten Vorsätze oder sowas sind. Das handelt sich hier jetzt um ein Stuhlhaltesystem, wo die Tisch und Stühle aufnimmt, dass wir individuell machen, je nachdem wie breit der Tisch ist, je nachdem wie viele Stühle rein sollen, dann machen wir dieses Teil wie alle anderen auch immer nach Vorgabe oder nach Ansprüche der Kunden. So, von der Bedienung ist es ganz einfach, es wird alles eingestellt und wir haben hier den Querriegel, der sich entfernen lässt in der Form, so dass man dann bequem einfach drankommt und Tisch und Stühle entnehmen kann. Manche haben dann noch die Leiter verstaut oder irgendwelche sperrigen anderen Dinge, die da Platz finden können. Daneben steht dann ein Regalsystem, das ist jetzt hier ein zweizeiliges System. Das haben wir jetzt so angepasst, dass es in der Höhe hier in die Heckgarage passt und der Platz dann mehr oder weniger optimal ausgenutzt wird. Und so wie hier, da hat es jetzt oben etwas mehr Platz, damit die Kurbel vom Fahrzeug einfach an ihrem Platz bleiben kann, weil es ein Messefahrzeug ist, ein Ausstellungsfahrzeug, da wollten wir jetzt nicht großartig was verändern, sonst hätten wir die irgendwo anders platziert. Und die Aufteilung des Regales ist dann auch wieder individuell. Wir können versuchen, gleich große Boxen unterzubringen oder unterschiedliche Höhen von Boxen, so dass halt einfach der Höhenplatz am besten ausgenutzt wird und einfach dann die Garage trotzdem noch so gut es geht zugänglich und geräumlich bleibt für Fahrräder etc. pp. Hier habe ich was für Fahrzeuge, die einen Doppelboden haben. Und diese Fläche da unten drin ist ja sowieso immer schwer zugänglich. Da haben wir ein Auszugssystem.
die Küche. Küche für draußen. Ja, hier haben wir noch ein Kochmodul mit integriert für die Freiluft-Koch-Fanatiker. Das lässt sich aber jederzeit entfernen. Also wir machen es auch wieder individuell, sodass es kein Muss ist und dass es einfach flexibel bleibt. Also man kann das Kochmodul einfach so mitnehmen. Und hast du das? Ist das deine Erfindung? Ja, das habe ich gebaut, ja. Also das kann man ja auch dann für alles andere, für alle anderen Autos nehmen. Ja, normalerweise ja, das kommt auf die Größe des Staufaches drauf an oder für was man es benötigt. Also wir haben jetzt dieses Kochmodul mit den zwei Feldern so angepasst, dass es einfach der Euro-Norm von den Boxen entspricht. Also so kann man es mit denen kombinieren. Normalerweise ja. Und unnormalerweise nicht. Doch. Jetzt müssen wir nur schauen, ob es denn von der Größe passt. Ihr habt einen Auszug mit der gleichen Breite. Ja. Das heißt, es würde dann da drauf passen. Das würde mich reizen. Da könntest du mal schön draußen kochen, da hast du den ganzen Rasen nicht drin, wenn schönes Wetter ist. Ja, muss ja auch nicht immer raus und rein rennen. Das wäre. Das gibt es mit Strom. Dieses hier funktioniert mit Strom. Ja. Und das gibt es auch mit Gas. Kommt halt immer drauf an. Ich habe jetzt schon ein paar Mal Kunden gehabt, die wollten es zuerst mit Gas haben, dann habe ich es aber wieder zurückgerüstet, weil sie sagen, wenn sie irgendwo stehen, wo windig ist, dann bläst dann die Flamme aus. Dann hast du ja noch andere Sachen mit da drin, wir haben auch Klamotten oder so mit da drin. Also für mich würde auch nur so eine Stromvariante in Frage kommen, aber wenn das aufrüstbar wäre, also da muss ich ehrlich sagen, das wäre echt wirklich was für mich, weil das finde ich toll. Ja, deswegen machen wir so, dass es so wie bei dem hier jetzt auf die Boxen abgestimmt ist, auch so ungefähr was die Höhe angeht, dass es dazu passt. In der Höhe lässt sich es normalerweise auch ein bisschen anders herstellen. Das ist toll und das finde ich super. Und kann man das aufmachen? Kann man da was reinmachen? Oder nein, noch nicht. Ich bin noch dran, dass ich so konstruiere, dass man unten den Platz besser nutzen kann. Ja. Es ist nur immer ein bisschen schwierig wegen der Konstruktion an sich, damit dann halt auch die Öffnung so passt, dass man reingreifen kann und den Platz dann ohne Probleme nutzen. Aber da bin ich noch dran. Also das finde ich eine total geniale Idee. Aber das wird mir wirklich auch gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, ist ein klasse Ding. Und wir haben es halt einfach so, wie alle unsere Komponenten, dass du es einfach, wenn du es mal nicht benötigst, kannst du es auch mal zu Hause lassen. Oder wenn jetzt ein paar zusammensitzen, dann kannst du es auch wegnehmen und einfach mitnehmen, auf den Tisch stellen oder sonst irgendwelche andere Varianten. Ja, das ist natürlich auch genial. Ja. Super, das finde ich eine super Idee. Und hier haben wir es einfach kombiniert mit den zwei Boxen, dass wir da noch ein bisschen Stauraum haben. Das Kochmodul kann auch runter nur mit Boxen bestückt werden. Und hier seht ihr nochmal, also ich will das nur mal ranhalten, kannst du das schon, dass man so auch mit ganz unterschiedlichen Boxen halt eben arbeiten kann. Mit hohen oder mit doppelten dann, wie man das gerade möchte. Ne? Ja, so mit den großen, mit den kleinen. Es gibt ja auch die großen Boxen, die dieses Format wie das Kochmodul haben mit 60x40. So wie halt jeder seinen Anspruch hat. Und die Bilder finde ich auch auf deiner Webseite? Ja, das sind auch einige. Der Prospekt, der hat jetzt ein paar andere Bilder wieder mit drin. Da sind ein paar Auszüge drin, ein paar Regalsysteme, so als Anregung. Auf der Homepage haben wir nochmal ein paar andere Fotos. Da sind aber auch wenige, nur halt einfach mal, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann. Aber durch das, dass wir es ja individuell herstellen, haben wir gesagt gehabt, wenn wir zu viel auf die Homepage bringen, dann ist es immer noch nicht genug. Und deswegen machen wir dann immer in Absprache mit dem Kunden die Teile einfach immer so, wie es der Kunde möchte. Ja, also tolle Idee. Hier kannst du nochmal draufhalten, wie viele verschiedene Möglichkeiten es gibt. Jeder nach seinem individuellen Wunsch. Ja, wir haben auch, wenn du es umdrehst, diese vordere Seite zum Beispiel. Hier vorne drauf so was ganz Abgehobenes, wenn es einer möchte. Da bleibt dann halt immer die Frage, ob es sich rentiert, weil zum Fahrzeug selber ist es halt so, wir müssen mit den Auszügen irgendwo durch die Öffnung und da bleibt dann manchmal seitlich ziemlich viel toter Raum.
Aber praktisch ist es allemal. Ja, und man hat immer super Ordnung. Also, ja klar, man findet alles immer, ja. Es hat alles seinen Platz. Also das war wirklich eine super Geschichte bei uns gewesen. Da möchte man wirklich nicht mehr drauf verzichten. Das freut mich. Ja. Ich habe hier auch noch einen kleinen Gag. Also hier haben wir jetzt nur so für uns von der Messe, für die Messe so ein Video als kleiner Fernsehauszug. Den kann ich euch auch noch kurz zeigen. Den habe ich so gebaut, dass der Stauraum trotzdem noch zu nutzen wäre und der Fernseher halt einfach dann unter der Decke verschwindet. Ich kann es euch da kurz zeigen. Kannst du draußen sitzen und Fernsehen gucken? Ja, wäre eine Möglichkeit, wenn der Platz da ist. Und dieses Teil kann ich dann auch so konstruieren, dass die Stütze da nicht in der Mitte vom Fahrzeug steht. Das heißt, dann habe ich eigentlich unten noch gut Platz, um andere Dinge zu verstauen und den Gag dann trotzdem. Super, ne? Coole Idee. Ja, liebe Videofreunde, also Weißwerk, ich verlinke euch das unten unter dem Video natürlich nochmal. Einfach sich an den Jürgen wenden und dann könnt ihr euch gerne auch individuell beraten lassen. Mach ich. Ich bemühe mich. Ja, genau. Also lieber Jürgen, vielen Dank. Gerne, nicht dafür. Ja. Ich danke euch. Und dann wünschen wir dir viel Erfolg bei den zukünftigen Aufgaben, die vor dir liegen. Super, danke. Und wünschen dir alles Gute, wird schon alles schief gehen. Klar. Gibt es ein bisschen Veränderung bei dir? Weil, ja. Aber da wollen wir noch nicht so viel darüber verraten. Nein, das machen wir noch nicht. Machen wir dann andere Das machen wir dann, wenn es soweit ist. Ja. Gell? Ja, da bist du uns. Also, ihr Lieben. Vielen Dank. Jürgen Weiß von Weißwerk. Danke. Tschüss.